Ich habe hier was vorbereitet, Alufolie und Salz. Und da kommt die Kette jetzt gleich rein. Oh, die ist gut mitgenommen. Wei, wei. Naja. So. Jetzt warte ich auf den Wasserkocher. Der müsste jetzt gleich fertig sein. Jetzt lege ich die Kette schon mal da rein. So, dann gucken wir gleich mal, was passiert. Ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen Salz reinhauen. So schön überall nochmal so drüber. So, der Wasserkocher ist auch fertig. So, und jetzt werden wir hier das mal übergießen. Gucken, ob das aber so funktioniert alles. Schmeiß einfach noch mal ein bisschen Salz. So, jetzt habe ich die 10 Minuten drin gelassen. Jetzt hole ich die mal raus. So. Man sieht da schon ein paar schwarze Partikel. So, jetzt habe ich die gewaschen, nochmal mit Wasser ab. Ja, also schwarz ist sie nicht mehr, ganz so sauber ist sie nicht geworden, aber ich bin eigentlich zufrieden mit dem Ergebnis. Drehe die mal um. Ja, ist okay. Ja, viele fragen mich, was sowas kostet, oder die denken, Wunder, was das kostet. Das ist nicht teuer. Ich habe den Namen Rocky 10-mal mit 18 Karat Gold drucken lassen. Jede Seite 5-mal. Und ich habe für die Kette 1500 Euro bezahlt. Aber sie schon schwer mitgenommen, wie gesagt. Das sind ungefähr, ich glaube, 480 Gramm, also fast ein halbes Kilo. Ne? Na gut, ich wünsche euch was. Bye, bye.